gibt es ein weiteres Video, eine Rezension. Und bevor wir damit anfangen, zwei kleine Punkte noch. Erstens, es tut mir so leid, dass ich am Sonntag kein Video gedreht habe. Das lag daran, dass ich mit der Uni ziemlich eingespannt bin. Ich habe nächsten Mittwoch am letzten Tag vor den Ferien eine Prüfung und entsprechend musste ich dafür ein bisschen was machen. Dafür gibt es aber jetzt heute, also Donnerstag und nächsten Sonntag, ein Video wieder. Also ihr könnt ganz entspannt sein. Und außerdem habe ich ja letzten Donnerstag ein Video hochgeladen, zum Thema Bitte helft mir, wo ihr mir weiterhelfen solltet mit eurer Meinung. Und ich bin auch sehr froh, dass es viele von euch getan haben. Ich habe mich so darüber gefreut. Auch die Kommentare, die ich bekommen habe, waren so hilfreich. Also das ist wirklich toll. Und ich danke euch da von ganzem Herzen. Alle, die mir noch weiterhelfen möchten und noch nicht kommentiert haben oder sich gemeldet haben, können das natürlich tun. Ich verlinke das Video unten in der Infobox. Und ich habe mir überlegt, für alle, die mir weitergeholfen haben, nicht nur per Kommentar, sondern auch in Bezug auf das Video in privaten Nachrichten, die bekommen eine Überraschung, nämlich im nächsten Video. Das nächste Video wird am Mittwoch online kommen. Ich werde es am Montag drehen und am Mittwoch hochladen. Es geht leider nicht anders, weil ich am Donnerstag weg bin und, wie gesagt, Mittwoch die Prüfung habe. Deswegen werde ich davor das Video hochladen. Ich hoffe, es wird nicht ein allzu langes Video. Und da wird es eben um die Auswertung des Videos gehen, wo also quasi, ja, wo ich quasi sage, wie ihr mir weitergeholfen habt und was das für meinen Kanal und für meine Videos so bedeutet. Und es wird außerdem eine Überraschung geben für alle, die mir weitergeholfen haben. Und zwar ist es eine wirklich tolle Überraschung. Also wenn ich ihr wäre, dann wäre ich da super gespannt und neugierig drauf. Denn ich würde diese Überraschung super gerne haben. Aber ich gebe sie an euch, weil ich einfach Danke sagen will dafür, dass ihr so hinter mir steht und dass ihr so toll im Umgang seid und so hilfreich seid. Das gibt es alles am Mittwoch. Und außerdem den Drehplan, also in den Ferien wird es ein bisschen weniger Videos geben, aus Zeitgründen und aus Internetgründen und so weiter. Ihr kennt das sicher, Weihnachtsferien, Familie hier, Familie da und so weiter. Und deswegen werde ich euch am Mittwoch kurz sagen, wann Videos kommen. Ich werde es aber auch nochmal in die Infobox dann schreiben, also damit ihr wisst, wann Videos kommen und wann nicht, dass ihr vorbereitet seid. Das kommt alles am Mittwoch, weil ich am Donnerstag keine Zeit habe. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben und alle, die gerne möchten, können natürlich unter dem Video weiterhin kommentieren und die können mir auch so schreiben. Wie gesagt, bis Montag gucke ich noch nach, ob mir noch jemand geschrieben hat und alle anderen. Und all die werden dann in die Überraschung mit einbezogen. Ja, genau. Das ist soweit die Vorrede. Heute geht es um eine Rezension und zwar eine Rezension zu folgendem Buch. Wo Drachen sind von James R. Owen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es glitzert so. Es ist so schön. Also es glänzt so. Es ist so matt glänzend. Und ich finde, dieses Buch ist wunderschön. Das ist nur mal Punkt 1. Es sieht auch von der Seite toll aus und es ist aus dem CBJ-Verlag. Den mag ich sowieso sehr. Und ich habe dieses Buch bei Oxfam gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch den Oxfam-Shop kennt, aber es ist ein Hardcover. Es ist nichts dran, gar nichts und es hat 2,50 € gekostet. Also entsprechend musste ich es mitnehmen. Ich wusste nicht wirklich viel, worum es geht. Der Klappentext hinten ist ziemlich verräterisch und nicht ganz so, worum es geht. Also er trifft den Nerv nicht so ganz. Deswegen, wenn ihr das Buch lesen wollt, nicht den Klappentext lesen, sondern nur auf das hören, was ich sage. Genau, ich sage euch jetzt mal kurz, worum es geht. Hier geht es um drei junge Männer. Lasst euch nicht von dem CBJ täuschen, es sind keine Kinder oder keine Jugendlichen. Die sind alle schon mindestens 20. Die zwei davon sind, glaube ich, ein bisschen älter. Ich weiß nicht genau, wie alt sie sind. Ich habe das nicht nachgeguckt, aber so um die 20, Ende 20 rum. Und hier geht es um diese drei Männer, nämlich Charles, Jack und, wie heißt der andere, John? John, oh, das ist so peinlich. Ja, John. Charles, Jack und John, die hier mehr oder weniger per Zufall aufeinandertreffen in England, denn ein Professor wurde ermordet und sie haben alle mehr oder weniger was mit diesem Professor zu tun, mehr oder weniger. Und einer von ihnen, John, erbt von diesem Professor einen Atlas und es ist kein gewöhnlicher Atlas, sondern ein magischer Atlas. Und bevor die drei wissen, wie ihnen geschieht, werden sie durch diesen Atlas in ein wahnsinniges Abenteuer mit reingerissen, denn natürlich gibt es auch Leute, die diesen Atlas für ihre eigenen Zwecke brauchen und entsprechend ihnen nach dem Leben trachten. Ja, genau, darum geht es. Ich werde gar nicht mehr verraten, denn alles, was ich mehr sagen würde, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich möchte nicht spoilern, das hier ist ohne Spoiler wie immer. Und der Grund, warum ich dieses Buch vorstelle, ist nicht nur, dass ich es toll fand, es ist nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe, sondern weil es so besonders ist. Also es ist wirklich ein besonderes Buch, völlig anders als alle Fantasy-Bücher, die ich vorher gelesen habe. Es hat allerdings Elemente von anderen, dazu komme ich aber gleich noch. Zuerst mal zum Schreibstil. Der Schreibstil ist gut, wobei auch der Grund war, warum ich am Anfang gedacht habe, ich mag dieses Buch nicht. Die ersten 100 Seiten ungefähr, also das Ganze hat 387 Seiten,
Und die ersten 100 Seiten waren sehr, naja, nicht beschwerlich, aber die haben mich überhaupt nicht gepackt. Also ich fand die Charaktere gut, ich fand auch das Setting gut, aber irgendwie haben sie mich einfach nicht gepackt und ich wusste nicht, ob ich wirklich weiterlesen will, weil es war so sehr okay sozusagen. Und das lag eben auch am Schreibstil, an den ich mich echt gewöhnen musste am Anfang, weil es so ein Schreibstil ist, der gut ist, aber der überhaupt nichts Besonderes ist und der vor allem immer, also am Anfang hatte ich immer das Gefühl, dass er Punkte rauslässt, also Beschreibungen einfach weglässt und ich dann dachte, hä, fehlt da nicht irgendwie was? Hat er da was weggestrichen oder so? Es fehlt natürlich nichts, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass einem etwas fehlt. Das wird sehr, sehr, sehr viel besser am Ende des Buches. Das entwickelt sich sehr schön und am Ende hatte ich das Gefühl auch überhaupt nicht mehr, aber auf den ersten 100 Seiten habe ich damit ein bisschen kämpfen müssen, weil ich mich da sehr dran gewöhnen musste. Dieser Schreibstil ist allerdings einer, der sich gut weiterentwickelt hat, das fand ich sehr toll. Die Charaktere fand ich auch sehr toll, wobei ich sagen muss, es gibt sehr viele in diesem Buch. Drei Hauptcharaktere, die dann noch auf andere Charaktere treffen, natürlich, wie das bei Fantasy oft so ist. Und die Charaktere mochte ich. Ich fand vor allem toll, dass hier so viele Charaktere waren, die man aus anderen Kontexten schon kannte und die auch Anspielungen waren auf andere Kontexte. Und dazu komme ich gleich noch, denn das ist der größte, nicht der größte, aber einer der wichtigsten Punkte an diesem Buch, die Anspielungen. Die Charaktere fand ich also entsprechend toll. Mein Lieblingscharakter ist Jack, den fand ich einfach so toll und er hat auch eine so mega Entwicklung hindurch gemacht, dass ich am Ende echt da saß und dachte, ach, den möchte ich treffen, den möchte ich wirklich treffen, so nach dem Motto. Die anderen waren auch sehr toll. Ich mochte das Trio, weil es ein Trio ist aus drei völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, also Personen. Und das finde ich sehr, sehr gelungen, dass die eben aufeinandertreffen und dann zu dritt dieses Abenteuer bestreiten müssen. Das fand ich toll. Die Charaktere sind also gelungen. Man braucht aber ein bisschen, um reinzukommen, weil die Entwicklung mancher Charaktere sehr schnell geht und von den meisten Charakteren aber sehr, sehr langsam passiert und man das erst am Ende merkt, dass sie sich überhaupt entwickelt haben. Trotzdem mochte ich sie. Besonders toll waren auch die Nebencharaktere. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, was ich damit meine, ohne zu spoilern, aber für alle, die es lesen, die Nebencharaktere sind wirklich toll und eben viele Anspielungen. Genau, damit kommen wir jetzt direkt zur Atmosphäre. Und die Atmosphäre war so toll. Also wirklich so toll. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil es hat natürlich gebraucht, bis sie in das Abenteuer hineingekommen sind. Und ich habe ihr schon gesagt, dass ich die ersten 100 Seiten etwas schwierig fand. Und danach hat sich dieses Abenteuer, in das die eben reingestürzt sind, aber sich so entwickelt, dass wirklich die Atmosphäre immer dichter und abenteuerlicher wurde. Und es hat so ein bisschen was von der Hobbit an manchen Stellen, also so ein bisschen was von Reise, weil sie viel herumreisen. Es hat ein bisschen was auf Fluch der Karibik, mit den ganzen Schiffen und es gibt auch Piraten und so weiter. Es hat ein bisschen was von Herr der Ringe. Ich habe die Herr der Ringe Bücher nicht gelesen, aber ich kenne Teile davon. Es hat so ein bisschen was davon, sehr entfernt natürlich, aber vom Vibe. So ein bisschen sozusagen. Ein bisschen was von Narnia, also von diesen, ja, Abenteuer-Fantasy-Büchern und Reisen, die man so kennt, hat es auf jeden Fall was, aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich eben wegen der Atmosphäre und auch wegen den Anspielungen. Dazu komme ich jetzt. Die Anspielungen sind eben mit der beste Teil dieses Buches. Also das Abenteuer ist großartig, aber dieses Buch lebt vor allem dadurch, dass es ein Buch ist, das auf alles mögliche Anspielungen hat. Es hat Anspielungen auf Jules Verne, Anspielungen auf Mythologie verschiedenster, auch ein bisschen Bibelanspielungen, also nur zwei Stück, aber trotzdem, die sind vorhanden. Und eben auch viele, viele Anspielungen auf all die Fantasy-Werke, die wir kennen und lieben. Und dann denkt man immer, ah, die Person kenne ich doch, ah, die ist doch aus dem und dem angelehnt sozusagen. Also der Autor macht das hier ganz, ganz toll, dass er wirklich Bücher oder große Werke nimmt und sie einfach damit zelebriert, dass er Entlehnungen daraus in diesem Buch vorkommen lässt. Und ich fand das so toll. Und das war wirklich der Punkt, der mir auch bis zum Ende am besten gefallen hat. Einfach Wahnsinn, wie er das gemacht hat, dass er die hier alle verwoben hat. Da habe ich größten Respekt vor und das muss man wirklich sehr, sehr fantasievoll sein. Und das ist das ganze Buch eben. Es ist ein wahnsinnig fantasievolles Buch, wo es um ein Abenteuer geht, das wirklich sehr, sehr abenteuerlich ist. Also für alle, die Abenteuer-Fantasy hassen, das wird nichts für euch sein. Denn das hier ist Abenteuer-Fantasy. Aber für alle, die zum Beispiel Tolkien mögen, die vielleicht Narnia mögen, die vielleicht auch ein bisschen Mythologie mögen und dieses Abenteuer-Feeling, die müssen das auf jeden Fall gelesen haben. Denn es ist ein tolles Fantasy-Buch, das am Anfang sehr, sehr schwierig ist, weil man erst reinkommen muss und auch nicht für jeden was ist. Aber es ist eins der unbekanntesten Bücher, die ich überhaupt jemals in meinem Regal hatte. Und deswegen mache ich auch diese Rezension, weil ich einfach denke, es ist ein Buch, was wahnsinnig unbekannt ist. Ich glaube nicht, dass irgendwer, den ich kenne, es auch schon mal gesehen hat. Und ich finde einfach, dass es jeder gelesen haben muss. Es ist der erste Teil einer Reihe.
Aber, das will ich vorweg sagen, man kann es komplett als Einzelband lesen. Es ist abgeschlossen und ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob ich weiterlese, weil ich finde es als Einzelband perfekt. Ich brauche da nicht noch mehr. Es gibt noch 7 Teile, wovon nur die ersten beiden auf Deutsch übersetzt wurden. Ich überlege also, ob ich den zweiten Teil noch lese. Aber der erste ist so abgeschlossen, dass ihr das überhaupt nicht braucht. Also es ist überhaupt nicht das Gefühl einer Reihe, sondern von A bis Z hat man das Gefühl, man liest ein Einzelband. Und oh, es ist so toll. Bitte, bitte, bitte. Alle, die Fantasy mögen und die so ein bisschen auf Abenteuer stehen, die, wie gesagt, all diese Punkte mögen an Tolkien und an den Narnia-Reihen und vielleicht auch ein bisschen Fluch der Karibik-Gefühl und eben dieses Quest-Abenteuer-Feeling und mit wahnsinnig viel Fantasie und sehr, sehr vielen Literatur- und Mythologie-Anspielungen, die sind hier auf jeden Fall richtig. Und denen möchte ich doch ans Herz legen, dass sie es bitte, bitte lesen und mir dann auf jeden Fall Bescheid sagen, wie sie es fanden. Denn es ist mir wahnsinnig wichtig, dass das Buch mehr Aufmerksamkeit bekommt, denn es ist wirklich toll. Es ist nicht mein Lieblingsbuch, wie gesagt. Der Anfang sorgt dafür, dass meine Bewertung nur bei 4,5 ungefähr ist, 4,3. Aber das heißt nicht, dass ich das Buch nicht schätze, sondern es ist eines der besondersten Bücher überhaupt, weil es eben diese Elemente hat, die ich nirgendwo jemals vorher gesehen habe. Diese Anspielung, dieses Atmosphärische und so, also das ist wirklich toll. Und das Ende, oh, das Ende hat mich so umgehauen. Also das Ende fand ich so, so toll. Ich werde nicht spoilern für alle, die das lesen wollen. Bitte lasst euch da reinfallen. Nehmt das zum Wort, was ich gesagt habe. Abenteuer. Hier geht es um einen Atlas, einen magischen Atlas. Tolle Idee übrigens. Und am Ende werdet ihr hoffentlich genauso umgehauen wie ich. Ich saß da wirklich und dachte so, was? Oh mein Gott, yes. Also es ist wirklich toll. Bitte, bitte lest es. Damit sind wir schon am Ende einer relativ langen Rezension. Das lag auch an meiner Vorrede ein bisschen. Und ich hoffe, ich konnte euch anfixen. Bitte, bitte lest dieses Buch. Es ist wahnsinnig toll. Und schreibt mir dann auf jeden Fall, wenn ihr es euch zugelegt habt. Bekommt es auch relativ günstig. Natürlich kriegt man es auch auf Englisch, aber die deutsche Variante und die englische sehen gleich aus. Sie haben das gleiche Cover. Und deswegen könnt ihr es gut auf Deutsch lesen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Schreibstil im Englischen besser, schlechter ist. Das weiß ich gar nicht. Ich habe die deutsche Variante und ich kann sie euch sehr empfehlen. Als Taschenbuch, als Hardcover, selbes Cover, entsprechend wunderschön und auch inhaltlich toll. Bitte lest es und meldet euch dann bei mir, wenn ihr es getan habt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss!